Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zum Mass Effect TDFLP Ding am Start. Wir sind wieder bei Mass Effect 2. Wir haben uns letztens die Zusammenfassung des ersten Teils angeguckt in unserem interaktiven Comic. Was ist denn individuell? Geben Sie was kann ich da machen? Da kann ich das Aussehen ändern? Okay. Wollen wir das machen, ist die Frage. Nein, das wollen wir nicht, einfach Standard, oder? Zurück. Einfach Standard aussehen. Oh, jetzt können wir hier so... Muss man ja lesen, was ist. Holy shit. Adrenalinstoß, Betäubungsschuss, Waffen auf dem Sturmgewehr, Schrotflinte. Okay. Sind dann niemand das Theater, bla, Infiltrator. Taktische Tarnung, Verbrennung, Kiehaken. Schwere Pistole, Maschinenpistole. What the fuck? Sind wir ein Tank? Schrotflinte. Das ist ja alles dasselbe fast, oder? Ah, wir sind ein, ja, entweder wir sind das oder wir sind das. Ah, Sturmgewehr war schon die geilste Waffe, oder? Soldat angestanden. Und jetzt persönlicher Hintergrund. Raumfahrer, Kolonist auf der Erde geboren. Ja komm, wir sind auf der Erde geboren, ne? Boss. Kriegsheld. Rücksichtslos natürlich. Los. Ja, ja, komm. Da, auf dem Monitor. Irgendwas stimmt nicht. Er reagiert auf externe Stimuli. Er nimmt seine Umgebung wahr. Oh Gott, Miranda. Ich glaube, er wacht auf. Wilson, er ist nicht so weit. Geben Sie ihm das Beruhigungsmittel. Shepard. Nicht bewegen. Einfach liegen bleiben. Ganz ruhig. Herzfrequenz steigt. Gehirnaktivität mit vollem Ausschlag. Die Werte sind gleich im roten Bereich. Es funktioniert nicht. Noch eine Dosis. Sofort. Herzfrequenz sinkt. Werte gleich wieder im normalen Bereich. Das war zu knapp. Wir hätten ihn beinahe verloren. Ich hab doch gesagt, Ihre Schätzwerte sind falsch. Rechnen Sie es nochmal. Das sind wir. Shepard, hören Sie mich, raus aus dem Bett sofort. Die Anlage wird angegriffen. Shepard, Ihre Narben sind noch nicht verheilt, aber Sie müssen sich jetzt in Bewegung setzen. Die Anlage wird angegriffen. In dem Spind auf der anderen Seite ist eine Pistole. Schnell! Greifen Sie sich die Pistole und die Panzerung aus dem Spind. Irgendwas zu warten, Shepard. So, das ist ein Thermomagazin in der Pistole. Kopf runter, Shepard. Schützen Sie sich vor der Explosion. Ja, ich hab keinen. Jemand hackt das. Sicherheit. Oh, wir haben hier ein paar Skills und so. System, um Sie zu töten. Suchen Sie kurz meine Maus ein bisschen runterstellen. Das ist nämlich... Jazz. Das ist Jazz, wenn das so schwer ist. Eigentlich hier nicht. Auch nicht. Okay, das mache ich dann später in den Optionen. In den Windows-Optionen. Ah, nachher. Sie haben anscheinend eine Barrikade errichtet, um die Max aufzuhalten. Okay. Achtung! Weiter! Wir müssen sie zu den Shuttles bringen. Ich will dann da unten retten mit Shift, aber dann macht er das eine. Ist schon was. Shepard, Sicherheitsmax nähern sich ihrer Position. Geben Sie kein Risiko ein. Bleiben Sie in Deckung, während Sie die Max ausschalten.
töten sie. Ah, da sind noch welche. Oh mein Gott, die habe ich übersehen. Wartet kurz. Ja, dann. Es gibt doch Munition. Nachladen. Oh, ich will so eine Powerbullet machen. Diese Powerbullet. Ich glaube, ich habe verkackt. Ich habe Powerbullet. Gute Arbeit, Shepard. Oh, Slow Motion ist auch cool. Ich glaube, das war Slow Motion, oder? Okay, okay, erstmal müssen wir hier durchgehen. Was ist das denn, Mann? Okay, noch nicht. Ich will dann dauernd rennen mit Shift, das ging mir auf den Sack. Wir müssen jetzt hier gar nicht anders aufnehmen. Neue Verstärkung in ihre Richtung unterwegs. Nehmen Sie der Leiche des Sicherheitsoffiziers den Granatwerfer ab. Kann ich das machen? Da kommen die Max. Schalten ja, Sie sie mit dem Granat. Überfordert! Schließlich zu schnell für mich! Boah, viel zu viel Action! Was explodiert? Was explodiert? Wanze. Ha? So, ich muss sie erstmal anvisieren. Yeah, we did it, Alter. Wir sind richtige Hackers. So, was hab ich bekommen? Credits. Gut, wir müssen alles mit der Ruhe jetzt uns hier am Anfang. Das Subjekt macht nur langsame Fortschritte, scheint sich aber zu erholen. Die zentralen Organe funktionieren wieder. Was sind das für Skills? Aha. Okay. Das freut mich. Um den Prozess zu beschleunigen, sind wir von simpler Rekonstruktion der Organe zu Bio. Lack Update. Die Kosten dieses Projekts sind astronomisch. Bisher über 4 Milliarden Credits. Aber niemand scheint es zu interessieren, dass wir das Budget überschritten haben. Wir sind sehr teuer anscheinend. Nice. Oh, da ist sogar eine Karte, ne, mit den Knoten drin. Okay. Was machen Sie denn hier? Ich dachte, Sie wären noch gar nicht fertig. Gehören Sie zu Miranda? Ja, tut mir leid. Ich habe vergessen, dass das alles neu für Sie ist. Ich heiße Jacob Taylor. Ich bin hier stationiert seit... Feinde entdeckt. Scheiße. Es muss schlimmer sein, als ich dachte, wenn Miranda sie hier rumlaufen lässt. Ich sag Ihnen alles, aber erst sollten wir sie mal zum Shuttle bringen. Was ist mit den Max? Sicherheit.
Normalerweise kämpfen sie für uns. Jemand muss sie gehackt haben. Das ist eigentlich unmöglich, außer man hat Zugriffsrechte. Wir müssen sie hier rausbringen, Shepard. Es ist ihre Station, Jacob. Ich folge ihnen. Schritt 1. Wir erledigen diese Dreckskerle aus Metall. Wir haben zwar kaum noch Thermomagazine, aber ich bin Biotiker. Geben Sie einfach Befehl, wenn ich auf irgendwas mit der guten Munition schießen soll. Feuer. Das ist mal ausprobieren. Jetzt kann der, den kann ich ja jetzt auch was befehlen. Ah. Ich glaube, hier in dem Game kann man auch besser mit diesen Sachen arbeiten. Sind Sie bereit, von dieser Station zu verschwinden? Okay, was ist der schnellste Weg zu den Shuttles? Kommt drauf an, wo die meisten Mechs sind. Vermutlich ist es am besten, wenn wir... Test! Test! Ist jemand auf dieser Frequenz? Lebt da draußen noch jemand? Hallo? Wilson, hier ist Jacob. Commander Shepard ist bei mir. Wir haben gerade eine Welle von Mechs im D-Flügel erledigt. Shepard lebt? Wie zum Teufel? Ach egal. Sie müssen ihn da rausbringen. Gehen Sie zu den Wartungstunneln und dann Richtung Netzwerk-Kontrollraum. Verstanden, Wilson. Bleiben Sie auf dieser Frequenz. Verschwinden wir von hier. Mit Sicherheit. Zu den Wartungstunneln kommen wir durch diese Tür. Okay. Durch diese. Anscheinend. Ich hab keine Ahnung. Was ist das? Ein Laserschwert. Ein Laserschwert! Bleib mal locker. Der Raum ist voller Mechs. Die ganze Station ist voller Mechs. Ich gebe wirklich mein Bestes. Das ist das Ding. Oh Gott, sie haben mich gefunden! Hilfe! Wilson, wo sind Sie? Serverraum B. Die Treppen rauf, Shepard. Koss. Die physische Rekonstruktion des Subjekts ist abgeschlossen, aber die mentalen und neurologischen Funktionen müssen alle noch überprüft werden. Unsere Befehle waren eindeutig. Shepard, hier unten! Die Schweine haben mir ins Bein geschossen! Kenn ich den? Sie waren da, als ich zum ersten Mal das Bewusstsein wiedererlangte. Ja, das war ich. Können wir bitte erst darüber reden, wenn mein Bein versorgt ist? Ey, sei nicht frech, Mann. In der Station da drüben an der Wand müsste Medigel sein. Hoffentlich reicht es, um ihn wieder auf die Füße zu stellen. Holen Sie das Medigel aus der Notfallstation an der Wand! Was soll ich das sein? Und jetzt? Was kann ich jetzt machen? Auf die Einigkeit Kraft. Ah, dafür werden Danke, Shepard. Benutzt. Hätte nicht gedacht, dass Sie mir mal das Leben retten. Damit sind wir dann wohl quitt. Fresse. Ich dachte, ich könnte die Sicherheitsmechs vielleicht runterfahren. Aber wer immer hier war, hat das ganze System geröstet. Da geht gar nichts mehr. Wir haben nicht gefragt, was Sie gemacht haben. Warum haben Sie überhaupt eine Freigabe für die Sicherheitsmechs? Sie haben im Bioflügel gearbeitet. Haben Sie nicht zugehört? Ich kam hierher, um die Sache in Ordnung zu bringen und außerdem wurde ich angeschossen. Wie wollen Sie das erklären? Ich kenne keinen von Ihnen. Gehen wir an einen sicheren Ort, um zu klären, wer die Schuld an allem trägt. Richtig, Shepard. Aber wir müssen Miranda finden. Wir können sie nicht zurücklassen. Vergessen Sie Miranda. Sie war drüben im D-Flügel. Der Sektor war voller Mechs. Das kann sie unmöglich überlebt haben. Fresse, Glatze. Ein paar Mechs schaffen Miranda nicht. Sie lebt noch. Und wo ist sie dann? Warum haben wir nichts von ihr gehört? Es gibt nur zwei mögliche Erklärungen. Sie ist entweder tot, oder sie hat uns verraten. Ich kenne sie nicht lang genug, um ihr zu trauen. Das Projekt war praktisch Mirandas Baby. Sie würde es niemals sabotieren. Okay, vielleicht hat sie uns nicht verraten. Aber das ändert nichts an den Tatsachen. Wir sind hier, sie ist es nicht. Wir müssen uns selbst retten. Die Shuttlebucht ist nur ein paar... Scheiße! Wir können die Behälter überlasten, um einen Weg zu den Shuttles freizuräumen.
Energieversorgung um. Der kürzeste Weg zu... So. Es reicht. Ah. Verschwinden wir von hier. Wir haben alle gewisse Skills. Ah, der hatte diese Überlastung. Okay, wir haben sie erledigt. Aber langsam wird's eng. Shepard, wenn ich Ihnen sage, für wen wir arbeiten, vertrauen Sie mir dann? Das ist jetzt wirklich der falsche Zeitpunkt, Jacob. Alter, wir schaffen es nicht, wenn er mit einem Schuss in den Rücken rechnet. Wenn Sie den Boss verärgern, riskieren Sie Ihren Arsch dabei, Jacob. Das Lazarus-Projekt. Das Programm, das sie wiederhergestellt hat. Finanziert und kontrolliert wurde es von Cerberus. Als ich ein Spectre war, habe ich mehrere Cerberus-Projekte zerstört. Ich sollte dafür mit dem Leben bezahlen. Woher der plötzliche Sinneswandel? Die Antwort darauf übersteigt meine Sold-Gruppe. Aber im Prinzip, naja, die Dinge ändern sich. Die Allianz hat sie für tot erklärt. Sie hat sie aufgegeben. Cerberus hat ein Vermögen ausgegeben, um sie zurückzubringen. Also, ich wäre auch misstrauisch. Aber jetzt müssen wir zusammenarbeiten. Ich dachte, sie verdienen es, Bescheid zu wissen. Sobald wir von der Station runter sind, bringe ich sie zum Unbekannten. Er wird ihnen alles erklären. Versprochen. Zum Unbekannten? Ist der für all das verantwortlich? Ja. Natürlich heißt er nicht wirklich so. Niemand weiß, wer sich dahinter verbirgt. Es war ein Codename der Allianz für ihn. Und der ist ihm dann irgendwie geblieben. Also gut, wenn ich hier keine Antworten mehr kriege, sollten wir uns auf den Weg machen. Es ist nicht mehr weit bis zur Shuttlebucht. Okay, Bitches. Dann laufen wir mal weiter. In Richtung. Laufen wir richtig. Bereit zum Kampf. Wo sind meine Mates? Was macht ihr da, ihr Dummköpfe? Kann man hier den Sargen angreifen? Attack! Ja, das ist klar. Okay. Da. Oh, das ist ja voll gestellt. Wisst ihr was? Rocket Launcher schon vorne. Ha? Treffe ich dich nicht. Ich will jetzt erstmal töten. Okay. Erwischt! Schluss und Tod! Na, also. So, jetzt erstmal. Datenpad hacken. Bewegen Sie den Cursor und wählen Sie das Zielcode-Segment aus. I don't understand. Huh? Ich werde es nochmal probieren. Also mit E laufen die da hin oder was? Mal schauen, was das habe ich. Ah, ich höre, das ist Orange, Weiß, Grün, Lila, Grün, Blau. Sehe ich das auch noch? Ja, okay, sehe ich. So, ich höre, dass das. Das. Rechts. Nein, rechts, du Spast! Geht mal darüber. Geht mal darüber. So, nochmal. Blau, Orange, Weiß, Blau. Wie kann ich denn haben? Was habe ich jetzt gesagt? Das hier ist. Ha? Nochmal. Bitches.
So, weiß, orange, weiß, grün. Das. Und jetzt? Muss ich noch eins finden, oder was? Nochmal. Wir finden das jetzt. So lange, ist mir egal wie lange. So, orange, weiß, das. Jetzt blau, weiß, irgendwas. Wo ist es? Ja, es war doch gar nicht da, Mann. Wie soll ich das denn finden, wenn es nicht da ist? Genau. Ha. Digga. Ah, ich darf nicht auf diese roten Dinger kommen. Haha! Meister-Hacker! Ja. Das machen wir jetzt auch noch. Ja. 900 Credits und das kommen wir jetzt auch noch an. Das Testsubjekt wurde geborgen, aber der Schaden ist weitaus schlimmer als ursprünglich befürchtet. Außer den zu erwartenden Verbrennungen und inneren Verletzungen infolge der Explosion hat das Subjekt durch längeres Verweilen im luftleeren Raum bei Minusgraden erhebliche Zellschäden erlitten. Trotz des Ausmaßes des physischen Traumas versichert mir Wilson, dass das Subjekt wiederhergestellt werden kann. Das Lazarus-Projekt läuft wie geplant weiter. Okay, sehr gut. Wir haben jetzt meine Skills im Hacken gezeigt. Das war jetzt sehr wild von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir, ich hoffe, jetzt diese Raumstation irgendwie verlassen können. Haut rein, meine übergeilen Pelikane. Bleibt übergeil.